Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In meinem letzten Video, dem Jahreshighlight 2020, habe ich es ja bereits angekündigt, dass ich heute in diesem Video mit euch gerne über meine Lesevorsätze 2021 spreche. Insgesamt habe ich mir 3 Lesevorsätze gesetzt und 2 davon sind etwas größer und ein kleinerer. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem kleineren, weil er für mich etwas ist, wo ich eher an meiner Leselust arbeiten möchte. Und zwar hatte ich das bereits schon mal angesprochen in dem Video für den Reread-Tag. Und zwar, dass ich eher seltener zu Büchern greife, wo ich die Geschichte bereits kenne, als ich das Buch einfach schon mal gelesen habe. Und auch wenn ich richtig große Lust habe auf dieses Buch, ich trotzdem immer eher zu einem Neuzugang greife oder auf ein Subbuch zurückgreife und ich da das Gefühl immer so ein bisschen, naja, beiseite schiebe. Und ich dachte mir einfach, jetzt einfach mal anzufangen, wirklich nach Leselust zu lesen. Das heißt, wenn ich wirklich richtig Lust auf diese Geschichte habe, weil ich gerade ein neues Buch suche für mich, dann möchte ich auch gerne nach dieser Geschichte greifen, egal ob ich sie bereits gelesen habe oder sie neu für mich ist. Und das ist so der kleinere Vorsatz von den 3, wo ich mich einfach nicht dazu zwingen möchte, einfach nur nach Leselust lesen möchte und das mehr so integrieren möchte. Mal sehen, ob mir das gelingt. Aber ich möchte mich da in diesem Punkt gar nicht so unter Druck setzen, einfach wirklich nach Leselust zu lesen. Und das heißt halt eben manchmal auch Geschichten zu lesen, die ich bereits kenne. Mal sehen, ob ich das in die Tat umsetzen kann oder ob mir mein Sub tatsächlich wieder ein Stück weit einen Strich durch die Rechnung macht. Aber wie gesagt, ich möchte mich diesbezüglich auch nicht unter Druck setzen. Aber das ist so der kleinere Vorsatz und ich kann mir vorstellen, dass der dann doch das ein oder andere Mal doch ja umzusetzen ist und mir vielleicht so manchmal auch die ein oder andere Leseflaute oder das ein oder andere Buch in Anführungsstrichen erspart, was vielleicht jetzt gerade nicht zur richtigen Zeit gekommen wäre, wenn ich es jetzt gelesen hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die 2 anderen Vorsätze sind so ein bisschen dem Abbau meines Subs gewidmet. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch so tatsächlich, ja, Vorsätze, die ich mir, glaube ich, jedes Jahr vornehme, aber dieses Jahr möchte ich wirklich gezielt dran arbeiten. Und zum einen ist es der Vorsatz, dass ich die Bücher, die ich mir 2018 angeschafft habe, dieses Jahr wirklich lesen werde. Und an die Bücher, die auf dieser Liste steht, auf der Liste 2018, die ich hier in meinem Buch niedergeschrieben habe, wirklich abhaken kann. Ihr wisst ja, dass ich in meiner Sub-Challenge Reihe genau diese Liste abarbeite und ich möchte gerne versuchen, dass ich dieses Jahr definitiv die Bücher aus 2018 gelesen haben möchte. Das heißt, dass hinter jedem Punkt, der noch ohne Haken ist, ich einen Haken setzen kann. Es sind ungefähr noch 40 Stück oder 45 Bücher, die auf dieser Liste stehen. Und ich weiß, das ist ein sehr, sehr großes Ziel, weil 40 Bücher, das sind so schon mehr, als ich auf meiner Goodreads-Challenge gesetzt habe und ich ja auch noch den 2. Vorsatz habe. Aber wenn es am Ende dann halt noch 10 Bücher übrig bleiben, ja, dann ist es so. Unter Druck setzen möchte ich mich auf gar keinen Fall und nicht zum Lesen zwingen. Ich möchte ja so viel lesen, wie ich gerne möchte, beziehungsweise wie mich auch die Lust treibt. Aber ich verfolge schon das Ziel, dass ich dann diese Liste endlich abgearbeitet habe und dann in die Liste 2019 endlich wandern kann. Das ist ein recht großes Ziel, aber ich möchte gerne die Bücher endlich befreien aus 2018, die ich mir da angeschafft habe, weil nun mittlerweile sind es ja dann nun auch schon 3 Jahre. Und ja, ich weiß, Bücher wären nicht schlecht und es ist auch nicht schlimm, wenn die so lange rumstehen und ich habe an sich auch kein Problem mit einem großen Zug, aber ich habe mir die Bücher gekauft, um sie zu lesen. Und aus dem Grund möchte ich gerne im ersten Vorsatz diese Liste endlich abgearbeitet haben. Mal sehen, ob es mir gelingt. Mal sehen, ob ich einen Großteil dieser Liste endlich abhaken kann und als gelesen markieren kann. Bleiben wir gespannt. Bei dem 2. großen Vorsatz, den ich habe, kommen noch mehr Bücher ins Spiel. Ich meine, 45 Bücher sind schon ja, eine große Wucht, die ich da noch zu lesen habe, ganz klar. Und ein Stück weit wird es auch langsam unrealistisch, dass ich mir das vorgenommen habe. Aber ich will mir so ein bisschen
vielleicht auch das Lesejahr so ein bisschen stricken schon, damit ich weiß, wohin es geht, was so vor mir liegt und ich dann aus diesem Pool vielleicht mir die Geschichten heraussuchen kann und vielleicht so die Möglichkeit habe, die bereits gelesenen Bücher, die ich nochmal lesen möchte, so zu integrieren, dass es vielleicht eine schöne bunte Mischung wird. Wir wissen es nicht. Wir probieren es aus. Vielleicht geht es auch völlig nach hinten los und ich muss mir ein anderes Konzept überlegen. Aber das ist jetzt erstmal der Plan für 2021. So, und der zweite Vorsatz ist, ich habe ja noch Bücher, die ich vor 2018 gekauft habe, die auch noch auf meinem Sub rumschwirren. Und weil durch meine Sub-Challenge diese Bücher überhaupt nicht angefasst werden, habe ich mir jetzt nochmal 12 Bücher herausgesucht, die ich auch 2021 lesen möchte. Und zwar läuft das immer ein bisschen unter dem Titel 12 Bücher für das Jahr 2021, also für jeden Monat eigentlich ein Buch. Also sind insgesamt 12 Bücher herausgekommen, die ich mir nochmal herausgesucht habe. Augenmerk habe ich darauf gelegt, dass sie weder auf der Liste 2018, 2019 und 2020 zu finden sind, also dass sie noch vor der Sub-Challenge quasi liegen, als ich sie mir gekauft habe. Und dann sind es auch Bücher, die tatsächlich mehr so in die Richtung ja, Fantasy gehen, Science-Fiction so ein bisschen gehen, weil ich einfach gemerkt habe, durch das Lesen der ersten beiden Perry Rhodan-Romane oder Heftromane, ich da ein sehr, sehr starkes Interesse habe. Und ich habe da mal so geschaut, was noch auf meinem Sub so rumliegt vor 2018 und habe da noch so das ein oder andere gefunden, was ich ja, lesen möchte, beziehungsweise was noch auf meinem Sub liegt. Das ist eine bunte Mischung. Es ist nicht nur Science Fiction, sondern auch Fantasy und ja, ein Buch schlägt völlig aus der Reihe. Aber das seht ihr jetzt, weil Bücher zeigen, die ich herausgesucht habe. Und vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch und könnt mir verraten, mit welchem Buch ich denn anfangen sollte. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher. Wie soll es auch anders sein? Sie liegen schließlich auf meinem Sub. Ich nehme es auch so ein bisschen mit als, ja, die Möglichkeit in die Bücher hereinzulesen und zu schauen, ob sie wirklich was für mich sind. Und wenn ich dann merke, dass sie tatsächlich nichts für mich sind, ja, dann können sie quasi mein Bücherregal verlassen und können vielleicht jemand anderen glücklich machen, wenn ich das Buch abbreche, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich merke einfach, dass sie nicht zur richtigen Zeit gerade gekommen sind. Dann muss ich mal sehen, dann tausche ich vielleicht das Buch nochmal aus. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal die 12 Bücher für das Jahr 2021, die ich ebenfalls noch lesen möchte. Und die ersten 3 Bücher möchte ich euch gleich mal zeigen. Es bietet sich an, das gleich in einem Pack zu machen, weil es sich um eine Reihe handelt, und zwar um eine Trilogie. Und ich wollte die schon unbedingt mal lesen. Sie steht schon ewig auf meiner, ja, auf meinem Sub. Und ich hatte sie damals in diesem wunderbaren Schuber hier gekauft und seitdem eigentlich auch nie wieder angeguckt. Und zwar handelt es sich um Der goldene Kompass von Philipp Pullman aus dem Carlsen Verlag. Und ich habe hier diesen wunderbaren Schuber, wie ich finde. Ich finde den so schön. Und ja, ich möchte unbedingt gerne mal den goldenen Kompass lesen. Ich kenne ja als Film, glaube ich, nur den ersten Teil. Jedenfalls glaube ich, dass es der erste Teil ist, der verfilmt worden ist. Ich kenne die anderen beiden Teile nicht. Ich weiß gar nicht, ob die auch verfilmt worden sind. Ich glaube eher nicht. Und mich interessiert diese Reihe schon sehr, sehr lange. Deswegen hatte ich sie mir auch damals gekauft und habe sie ja, wie gesagt, in diesem wunderbaren Schuber hier. Und deswegen nehme ich mir diese 3 definitiv vor. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, um was genau hier geht. Ich habe noch so ein bisschen den Film in Erinnerung, aber ich möchte jetzt auch gar nicht, wollte gar nicht noch weiter so recherchieren, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass mir dann der Film wieder in den Sinn kommt und ich dann so ein bisschen mich dann durchs Buch vielleicht quälen musste, weil die Erinnerungen dann doch wieder frischer sind. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, weil ich habe schon einige gehört, die dann gar nicht mehr so begeistert waren, als sie die Reihe gelesen haben vom Goldenen Kompass, aber ich lasse mich einfach mal überraschen und bin schon sehr gespannt drauf. Dann habe ich 2 Bücher, ebenfalls von einem denselben Autoren. Und das eine Buch habe ich tatsächlich neu gekauft oder gebraucht gekauft, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann das andere auf einem Grabbeltisch entdeckt und dachte mir, ach, ich habe den Autoren ja schon auf dem Sub liegen, dann kann ich auch nochmal ein zweites kaufen. Da bin ich Gott sei Dank nur mittlerweile weg davon.
und lese erstmal das eine Buch, bevor ich dann gleich ein zweites kaufe. Aber diese beiden Bücher möchte ich nun endlich lesen, weil ich denke, dass es sich hierbei um Science Fiction handelt, beziehungsweise um, ja, Fantasy vielleicht auch ein bisschen, aber auf jeden Fall um, ja, viel Spannung, viel, ja, Wissenschaft. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir tatsächlich auch nicht die Klappentexte nochmal durchgelesen, weil ich mich ganz diesem Gefühl hingeben wollte, dass ich dieses Buch endlich mal lesen wollte und bin schon sehr, sehr gespannt. Und zwar handelt es sich einmal um Asylum von, ich hoffe, man spricht das aus, von Thomas Elbe aus dem Piper Verlag und zum anderen um Elysion, auch von Thomas Elbe aus dem Piper Verlag. Ja, beide Bücher finde ich sehen wirklich sehr spannend, also sehr, sehr interessant aus. Und ich weiß tatsächlich nicht, um was es geht, aber hierhin steht irgendwie, dass es um einen 17-jährigen Jungen namens Cooper geht und hier hinten noch in großrot in Lettern ein Muss für alle Fans von Metro 2023. Ja, mal sehen, was die Bücher für mich bereithalten und ob sie mich überzeugen können und ob sie mir vielleicht wirklich das Lesevergnügen bereiten, das ich mir eigentlich schon lange gedacht habe. Und ja, bin schon sehr gespannt. Ich bin ja, also eigentlich habe ich diese Bücher ja zusammengesucht unter dem Titel Science Fiction, Fantasy und ja, so glaube ich auch noch ein bisschen historisch, aber auf jeden Fall Science Fiction und Fantasy. Und dachte mir dann auch, dass ich die Reihe hier, die fast tatsächlich wahnsinnig gut unter Fantasy und auch noch unter dem dritten Vorsatz des Rereades. Und zwar habe ich vor langer Zeit mal das Buch Ohne Namen von Anonymous gelesen. Das hat mich damals wirklich sehr, sehr begeistert und ist auch übrigens aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Und ich fand das, es war zwar sehr, sehr brutal, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere und ja, manche Stellen musste ich mehrmals, also nicht mehrmals, überlesen, aber ich fand das Buch doch sehr, sehr gut gelungen. Es hat mir sehr gut gefallen. Und danach habe ich mir natürlich auch das Buch Ohne Staben, auch von Anonymous aus dem Bastei-Lübbe Verlag, herausgesucht und habe aber nie hier weitergelesen, was ich sehr, sehr schade finde. Und dadurch, dass das jetzt schon ewig her ist, dass ich das gelesen habe, muss ich tatsächlich dieses Buch einfach nochmal lesen. Also, ich weiß nur noch, dass es hier sehr, sehr brutal war, wie ich gerade gesagt habe, aber mehr weiß ich tatsächlich nicht. Und hier oben in großen Lettern steht halt, jeder, der dieses Buch liest, stirbt, doch nur wer es liest, weiß warum. Und ich fand das damals sehr, wirklich sehr, sehr spannend und sehr gut gemacht und denke, ich lese es jetzt einfach nochmal, damit ich endlich dieses Buch lesen kann, beziehungsweise die Reihe endlich mal fortsetzen kann. Und ja, mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ich werde hier nochmal reinfallen und dann wäre es auch hier nochmal ein Reread. Und bin gespannt, ob mir das Buch genauso gut gefallen wird noch, wie ich es vor etlichen Jahren mal gelesen habe. Wir bleiben gespannt. Dann sind wir schon beim siebten Buch und das siebte Buch kommt vom Autoren her tatsächlich alleine her. Ich habe kein zweites Buch des Autoren auf dieser Liste jetzt hier. Und zwar handelt es sich um Der Händler der verfluchten Bücher von Marcello Simoni aus Emmons Verlag. Und dieses Buch habe ich damals, ich weiß, ich habe glaube ich bei Avelle mal irgendwas bestellt und kam über einen Mindestbetrag oder irgend sowas und da konnte man sich dieses Buch heraussuchen. Und ich habe mit, ja, also oder eine Vielzahl von Büchern heraussuchen, nee, aus einer Vielzahl von Büchern ein Buch heraussuchen, so rum. Und da habe ich mir dieses Buch herausgesucht. Und es klang vom Titel her sehr, sehr spannend nach einem Thriller-Fantasy-Roman, mal sehen. Und das ist so ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Das spielt 1218, weiß ich hier aber auch nicht, um was es genau geht. Das Cover sieht hier sehr, sehr mystisch aus. Und das hat mich jetzt einfach gereizt, auf die Liste mitzusetzen. Ich erwarte nicht sehr viel von diesem Buch tatsächlich, weil es ja nur ja, so ein bisschen ja, ein Geschenkbuch ist, also in Anführungsstrichen. Mal sehen, vielleicht kann es mich ja doch sehr, sehr überraschen. Ich bin schon gespannt, um was es hier geht. Dann habe ich mir einen wahnsinnig dicken Wälzer herausgesucht.
Und ich bin noch nicht sicher, ob das eine kluge Entscheidung war, diesen Wälzer herauszusuchen. Aber ich habe ihn schon so ewig auf dieser Liste. Ich glaube, dieses Buch hat schon 2 Umzüge mitgemacht und zwar ungelesen. Und ja, irgendwie blutet mir das Herz, weil ich auf dieses Fantasy-Epos tatsächlich richtig, richtig Lust habe. Auch hier weiß ich nicht mehr, um was es geht. Ich habe mir tatsächlich gar nicht so die Klappentexte nochmal durchgelesen. Ich bin wirklich nur nach dem Gefühl gegangen, was so Science-Fiction-Fantasy angeht, auf was ich Lust habe, was ich endlich mal lesen wollte und habe sie einfach auf diese Liste getan. Und genauso war es natürlich auch bei Der Name des Windes von Patrick Rothfuss aus dem Klett-Cotta Verlag. Und hier hinten steht halt drauf, der Name des Windes erzählt die Geschichte von Quote, dem berühmtesten Magier seiner Zeit, der Auftakt der Trilogie, die Königsmörderchronik. Ich weiß, dass es wieder der Beginn einer Reihe ist, aber ich habe dieses Buch schon so ewig auf meinem Sub, wie ich bereits gesagt habe, und ich möchte es jetzt endlich mal lesen. Ich hoffe, dass es mir gelingt, diese Bücher jetzt hier abzuarbeiten und auch dieses Buch zu lesen, auch wenn es ein wirklicher Klopper ist. Und wahrscheinlich nicht so leicht zu lesen. Und wir haben hier knapp 860 Seiten. Und das ist schon echt Mammutaufgabe für mich. Und der Druck ist, ja, es geht, es ist in Ordnung, aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, das Buch. Und ich freue mich aber tatsächlich sehr drauf und ich hoffe, dass mich der Auftakt hier begeistern kann, sodass ich dann auch zu den anderen Büchern greifen werde, beziehungsweise mir diese noch zu besorgen. Aber erstmal möchte ich dieses Buch lesen und dann kann ich mir die anderen Bücher auch noch beschaffen. Bin sehr, sehr gespannt, ja, wie auf alle Bücher. Aber vor allen Dingen bin ich auch gespannt, ob ich es schaffen werde, mich durch diese Seiten hier durchzulesen. Dann habe ich wahrscheinlich ein Buch, aber ich habe mir ja, wie gesagt, überhaupt keinen Klappentext hier durchgelesen, das wahrscheinlich am ehesten noch zu Science Fiction irgendwie passt. Bei den anderen denke ich ja, dass von Thomas Elbe die Bücher tatsächlich auch zu Science Fiction gehören, aber ich weiß es nicht zu 100% und kann da natürlich total falsch gegriffen haben. Aber das hier, denke ich, ist tatsächlich ein Science-Fiction-Roman. Und zwar Die letzte Arche von Stephen Baxter. So ein bisschen, hierhin steht ja auch Wissenschaftsthriller, also schon in die Richtung Science-Fiction. Mal sehen. Aber vielleicht fasse ich da meine Definition von Science-Fiction vielleicht auch ein bisschen zu weitläufig. Aber irgendwie passte das für mich in diese Region und ja, dieses Buch ist aus dem Heine Verlag und ist ebenfalls ein sehr, sehr starkes, seitenstarkes Buch und zwar hat es auch 684 Seiten. Aber wenn es wirklich sehr, sehr spannend ist, kann es definitiv sehr schnell gelesen werden und ich bin gespannt, was die letzte Arche hier für mich bereithält. Und dieses Buch steht gefühlt, ich schaue nochmal, wann das erschienen ist. Das ist 2009 erschienen, also steht es schon sehr lange auf meinem Sub. Und ich bilde mir ein, dass dieses Buch auch schon 2 Umzüge mitgemacht hat, ungelesen. Es muss unbedingt gelesen werden. Ich möchte es unbedingt endlich von dem Status Subbuch befreien und ja, hoffe, dass es mir hier wunderbare Lesestunden bereitet und ich es euch am Ende empfehlen kann. So, damit kommen wir bei den 12 Büchern auch schon zu dem vorletzten Buch. Und dieses Buch habe ich mir damals gekauft, weil ich so gerne Endzeitgeschichten geschaut habe und ich es mal ausprobieren wollte, ob Endzeitgeschichten auch für mich als Buch funktionieren. Und deswegen hatte ich mir damals dieses Buch gekauft und habe es, weiß Gott warum, nicht gelesen. Und zwar handelt es sich um One Second After, Die Welt ohne Strom von William R. Forstchen von dem Verlag Deltus. Und ja, ein Endzeitstimmungsroman passt so ein bisschen für mich auch in die Science-Fiction-Richtung, in die Fantasy-Richtung. Irgendwie, ja, es ist zwar wahrscheinlich eine ganz eigene Kategorie, aber irgendwie passt es für mich in diese Kategorie mit hinein und deswegen hatte ich es jetzt mit aufgelistet beziehungsweise mich herausgesucht und ja, vielleicht sind es auch am Ende nur Bücher, die ich unbedingt mal wieder lesen möchte. Vielleicht ist diese Kategorie tatsächlich auch
besser gewählt, wenn ich sage, einfach so Bücher, auf die ich mich schon sehr, sehr lange freue. Weil das sind tatsächlich, bis auf das Buch ohne Namen, was ich ja schon gelesen habe, aber nichtsdestotrotz alles Bücher, auf die ich mich wahnsinnig freue und schon immer in meinem Bücherregal vorbeilaufe und sage, ja, oh, das muss ich unbedingt mal lesen, da muss ich unbedingt mal dazu greifen, aber es nie tue. Und genau so ein Buch ist das hier auch und ich möchte es daher unbedingt mal lesen. Auch hier habe ich mich wie immer nicht durchgelesen, weil ich mich tatsächlich nur nach dem Gefühl treiben lassen möchte, auf was ich Lust habe und was ich lese, egal ob mir der Klappentext jetzt erstmal zusagt, weil ich habe mir Bücher ja gekauft, weil mir der Klappentext irgendwann mal zugesagt hat und von daher einfach nach Lust und Laune zu lesen, so nach gefühlt meinem Lesevorsatz nach Lust und Laune zu lesen, aber zwar mit den Geschichten, die ich bereits kenne, aber das kann man ja auch auf diese Bücher, auch wenn ich sie noch nicht kenne, sehr gut übertragen. Mein letztes Buch ist tatsächlich noch in Folie eingepackt und da hat mich die Leselust gepackt, einfach weil meine Schwiegermutter so danach geschwärmt hat, beziehungsweise gesagt hat, dass diese Geschichten ja sehr, sehr spannend sind und sie wieder ans Lesen gebracht hat sozusagen und ich diesen ersten Band hier gelesen habe, nicht gelesen habe, sondern hier habe und ich schon das ein oder andere Gute gehört habe. Und zwar ist das die 7 Schwestern von Lucinda Riley aus dem Goldman Verlag hier. Ich glaube, hier geht es um, das ist auch eine Reihe, ich habe gefühlt immer nur Reihen hier auf meinem Sub liegen, beziehungsweise den Beginn einer Reihe. Und hier geht es wohl um 7 Schwestern, das ist das, was ich weiß. Und jede Schwester hat wohl ein Buch bekommen und in jedem Buch wird also quasi eine Schwester abgehandelt. Und ja, das ist das, was ich weiß. Und ich weiß von meiner Schwiegermutter, dass sie sehr, sehr spannend sein sollen, dass sie einen zum Lesen bringen. Jedenfalls hat es meine Schwiegermutter zum Lesen gebracht. Und mal sehen, ob es mich auch zum Lesen bringen wird. Und aus dem Grund habe ich einfach mal danach gegriffen und habe es einfach mal mit auf die Liste gesetzt. Und das ist auch das Buch, was völlig von den anderen Büchern abweicht, so von der Thematik her. Und ja, aber eine gute Abwechslung kann ja auch mal nicht schaden. Und mal sehen, ob es mich überraschen kann, beziehungsweise mich ebenfalls so begeistern kann. Ich weiß, das ist ein sehr großes Lesevorhaben, vor allem noch mit zusätzlich mit den Büchern, die ich auf meiner Liste neu für 2018 habe, weil das sind ja auch nochmal eine ganze Menge. Und die werde ich ja mal entsprechend würfeln. Auswürfeln, welche das sein werden, die ich dann innerhalb von 4 Monaten lesen möchte, obwohl ich da schon mal überlegt hatte, ob ich den Zeitraum ein bisschen verkürze, weil ich gemerkt habe, dass der Zeitraum tatsächlich etwas groß für mich ist oder ich es bisher immer geschafft habe. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, dass das Video für die nächste Sub-Challenge steht ja noch aus und von daher habe ich noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen und euch dann entsprechend in dem Video mitzuteilen. Ich habe also einiges vor 2021 und bin mal gespannt, ob ich es schaffen werde. Ich versuche mir natürlich nicht allzu viel Druck zu machen, die Bücher zu unbedingt auf Krampf zu lesen, weil ich möchte mir natürlich die Leselust behalten. Aber mein Ziel ist es schon, die Bücher zu schaffen, zu lesen und einige Bücher von meinem Sub zu befreien. Habt ihr euch die Lesevorsätze für das Jahr 2021 gesetzt, so wie ich etwa mit so einem riesen Mammutprojekt oder doch eher etwas gechillt in das Lesejahr 2021 zu starten? Eigentlich bin ich ja auch einer, der so mehr so chillig in das Lesejahr startet und eigentlich immer das liest, was so ja auf einen zukommt und wo die Leselust einen so ein bisschen hintreibt. Aber ich dachte, ich möchte unbedingt jetzt mal meinen Sub abbauen. Deswegen habe ich mir einfach mal so ein kleines Mammutprojekt jetzt hier vorgenommen und bin gespannt, ob ich es schaffen werde. Ja, schreibt mir also mal eure Lesevorsätze unten in den Kommentaren. Und ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir sagen würdet, von den 12 Büchern, welches ihr mir empfehlen könntet und welches ich denn jetzt recht schnell lesen sollte, weil es einfach die Lese-Stimmung so ein bisschen anheizt oder mir einfach nur empfehlen könnt. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde mich auch über jeden anderen Kommentar natürlich wie immer sehr freuen. Ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass ich euch
ja, einen schönen Tag noch wünsche, schöne Lesestunden, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!